Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. Heute mit einem weiteren Video unserer Kollektion Herbst-Winter 2019-2020. Und zwar stellen wir euch dieses Mal unsere Stonewashed-Kollektion einmal näher vor. Natürlich pünktlich zum Herbst 2019 präsentieren wir neue Schuhmodelle. Eine Neuheit in diesem Jahr ist unsere Stonewash-Kollektion. Da ich keinerlei Ahnung habe von diesen Schuhen, habe ich mir Hilfe geholt. Professionelle Hilfe an meiner Seite ist Gunnar. Gunnar seines Zeichens ist bei uns in der Produktabteilung angestellt und ihm haben wir zu verdanken, was jetzt hier vor uns steht. Deswegen freue ich mich auf die Expertise von Gunnar. Insofern schön, dass du da bist. Vielen Dank, Gunnar. Freut mich auch, dass ich da sein darf. Na dann, wollen wir mal loslegen und einsteigen. Wir haben jetzt insgesamt hier 5 Modelle zu stehen. Ist eine kleine Kollektion und wir nennen es Stonewashed. Man kann es auch erkennen. Hier liegen halt Steine vor uns rum. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, was das für Modelltypen sind. Ja, also ne, wozu man die vielleicht noch tragen kann. Aber was heißt hier Stonewashed übrigens? Heißt das mit Steinen gewaschen, so wie der Name sagt? Oder? Richtig. Was ist das? Also, der Schuh wurde ganz normal in Portugal gefertigt. Also in einer kleinen Fabrik. Ja. Die Schuhe werden ungefinished in eine Wäschetrommel geworfen. Dort werden sie mit heißem Wasser einmal gewaschen. Also ungefinished heißt an dem Prozess, man hat schon, das Leder ist, also er hat seine Farbe, der Schuh wurde fertiggestellt und dann kommt der komplett, so wie er ist, rein in diese Trommel. Richtig. Und dann sind dabei so eine Steine ja wahrscheinlich eher sondern kleinere Steine, eher so wie dieser hier. Okay. So kleine Steine dabei. Und die Trommel dreht sich die ganze Zeit im Kreis herum und dadurch entstehen die kleinen Dellen hier in dem ganzen Schuh. Ja. Und auch unten in der Sohle sieht man hier leichte Dellen am Rand und das passiert alles durch das Stein gewaschen ist, sag ich jetzt mal. Das hat jetzt keinen praktikablen Nutzwert, nehme ich an, sondern es ist rein eine stilistische Angelegenheit, dass man diesem Schuh halt so so ein gröberes und rustikaleres Image halt verleiht. Richtig. Und dass der halt eben dann halt, weiß ich nicht, meine Assoziation ist halt, wenn ich mir diesen Schuh hier vorne angucke, du hast ein Motorrad und steigst auf und bist dann halt eher so unterwegs. Ja. Das ist eher so der Used-Look. Genau, was ja auch mal getrendet ist, ich glaube, hat man oftmals gesehen, auch in Schaufenstern anderer Schuhfirmen und Marken. Genau. Ja, okay. Was kann man noch sagen? Wenn ich mir so einen Schuh halt aus der Nähe anschaue, hier Fullbrook und unten drunter auch, was wir so bisher, glaube ich, noch nicht hatten, wir hatten das mal bei Damenschuhen gehabt, dass man so eine Rubber Injection halt vorne eingearbeitet hat, die halt der besseren Traktion dient. Also wer Angst hat vor der Ledersohle, um dort halt Angst vor dem Ausrutschen hat, der ist natürlich hier gut aufgestellt, weil er halt nicht wegrutscht. Das ist natürlich richtig. Für den Herbst nicht so verkehrt. Ne? Das Laub fällt runter und dann wird es glitschig und dann trägt man diese Schuhe und hat eine gute Traktion auf dem Boden. Genau. Okay, aus Portugal haben wir gesagt, wir haben halt 2, 3 Boots und 2 Halbschuhe. Genau, einmal einen Loafer und einmal gerade den Blancher mit einem Longwing. Und ja, schöne Modelle. Hier noch ein schöner Chelsea-Boot, der richtig, genau. Gut wirkt. Ja. Und hier haben wir einen Schlupfstiefel mit hinten einem Reißverschluss. An den Zeigefinger, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass man halt tatsächlich hinten hier rein- und rausstüpfen kann. Gut. Ja, ist auch mal was völlig Neues. Also ich persönlich mag die jetzt nicht unbedingt so, aber hey, das muss auch nicht. Ne? Alles kann, nichts muss. Genau. Insofern schön, dass wir eine Neuheit anbieten können. Ihr könnt die auch anprobieren, direkt bei uns im Laden oder bestellt die online. Schaut mal rein, wir haben, glaube ich, auch eine schöne Landingpage. Wenn du oben anklickst in der Webseite, Kollektion, Herrin und dann ist dort Stonewashed. Gibt es noch ein wunderschönes Fotoshooting dazu, dass die Bilder halt die Modelle noch besser hat wirken lassen. Kommt in den Laden, zieht die direkt an, probiert das mal aus. Preislage, wissen wir das gerade in diesem Moment? Preislage bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube, ab 150 Euro. Also mal Preise checken auf der Webseite. Gut, euch gefällt diese Kollektion, dann bitte schreibt uns das in die Kommentare. Euch gefällt die nicht, schreibt das auch rein. Und wir unterhalten uns darüber, warum nicht und was man halt besser machen kann. Geschmäcker sind natürlich immer subjektiv und dann kann man sich prima darüber streiten und austauschen. Und dann nimmt Gunnar dieses Feedback natürlich auch gerne auf, um im nächsten Jahr noch viel mehr Stonewashed-Kollektionen anzubieten.
Und ihr habt Wünsche, andere Wünsche, dann auch rein in die Kommentare. Gunnar ist jetzt natürlich dadurch, dass er hier mitwirkt im Video, auch angefixt und liest die Kommentare mit. Und habt ihr den direkten Draht und Zugang zu unserer Produktabteilung. Ja. Ja. Also abonniert den Kanal so oder so für weitere Videos rund aus der Welt der Schuhe. Ja, vielen Dank, Gunnar. Gerne. Dass du hier warst. Und bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Vorstellung, der nächsten Kollektion. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen und auf bald hier bei Schuhpassion TV. Ciao.